Recht herzlich willkommen zur 141. Folge von Towns. Ja, wir waren letztes Mal hier mit den Katzen beschäftigt, haben hier das umgebaut, den Kuhstall hier hin und ja, hier sind noch ein paar Sachen jetzt über, die wir dann auch noch umpflanzen müssen. Jetzt ist, glaube ich, der Händler gekommen, können wir gerade reingucken. Der bringt uns ein paar Waffen. Gucken wir mal, was da so die Top-Modelle sind, wenn es da welche gibt. Was ist denn das hier? Ein Sheep in a Cage. Ach komm, das kaufen wir. Die lassen wir dann frei, das geht nämlich, glaube ich. Aber das finde ich jetzt doof, dass das eingesperrt ist. Die Betten nehmen wir auch mit. Rüstung aus Holz ist jetzt nicht mehr wichtig. Und Top-Waffen gibt es auch nicht, weil das ja alles Holz ist. Also das nehmen wir, das brauchen wir. Er möchte das zum Beispiel alles haben. Kann er auch haben, ist ja kein Ding. Die Schnabelwerkzeuge. Kann er auch alle haben. Es waren alle null, ne? Ja. Und da ist nur noch eins. Okay. Über Geld haben wir. Komm, machen wir so, wie es ist und fertig. Lassen wir weiterlaufen, dann kriegt er seine Klamotten auch, ne? So, wir sind bei den Kerzen noch dabei gewesen. Hier ist ein bisschen dunkel. Da müssen wir jetzt gucken, dass das heller wird, hätte ich gesagt. Und das liegt woran? Ach so, weil diese Kerze nur drei dahin leuchtet. Die ist wahrscheinlich auch nicht richtig positioniert dann, ne? Oh oh. So, das wäre jetzt die richtige Position. Dieses hier leuchtet alles richtig. Das auch. Hier leuchtet irgendwas falsch. Ach so, das ist jetzt die Sonne, die da aufgeht, oder was? Das heißt, diese Kerze hier ist definitiv auch verkehrt, ne? So, 3, 1, 2, 3, ja. Das war 1, 2, 3, 1, 2, 3, passt. 3 passt. Gut, dann machen wir mal die Kerzen wieder an. Oder auf. So. 3. Ja, das war jetzt einer daneben dann. Ja, und das wäre auch hier verkehrt. Der Schweinestall da ist auch nicht richtig, ne? Diese Reihe ist richtig. Das ist auch... Nee, das ist nicht richtig, oder? Die Kerze müsste dahin. Ja. Da muss eine Kerze hin. So, das bedeutet... 3, 1, 2, 3 und da muss auch eine hin. Hier sind ja so viele Kerzen, die jetzt erstmal verkehrt sind, würde ich sagen, ne? Die unlocken wir erstmal hier, die 2. Die können wir auch unlocken, das ist jetzt aber ein anderes Modell. Haben wir hier. 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, da, wo das ist, muss natürlich auch wieder eine Kerze hin, ne? Ist klar. Nochmal Unlock. Wir bauen es alles um, ist egal. So, tendenziell würde ich jetzt sagen, müssen wir das irgendwo hinbauen, wo es Sinn macht. Und wo es auch platzmäßig richtig ist. Hier zum Beispiel, ne? Lass uns mal den Schweinestall da einmal. So. So. Oder so. Ich baue den mal dahin. Jetzt haben wir nur einen. Ich mache mal 2 daraus. Warte mal, ist denn das hier richtig? Irgendwas ist hier doch auch nicht richtig, oder? 3 und 3 doch. 3 und... Nein, ne, passt. Das sieht nur so aus, als ob es nicht richtig ist. So, 2 Schweinchenfarmen. So, die umranden wir jetzt erstmal richtig. Holz. Ne, das sind die nicht. Das sind die auch nicht. Das sind die. So. So. Jetzt sollen die das da erstmal wegbringen. Irgendwo war eben einer gestorben, ne? Ich weiß aber nicht wo. Ach, wir hatten diese 4 Spinnen. Hat das damit zu tun gehabt? Ich weiß es nicht. Oh, die Betten sind schon abgelegt worden im Lager.
Ja. Wir können mal eine Stufe schneller laufen lassen. Ich mache mal hier noch eine Reihe hin. So viel ist es bestimmt. Ja. Wäre schön, wenn da einer jetzt was nimmt und es da umbaut. Das Schwein wird eher geschlachtet, wie es hier reingetan wird. Das ist nicht so schön. Ich glaube, jetzt kommt da einer und bringt den ersten Pfahl dahin. Genau. So. Der war mal an der falschen Stelle. Das ist doch der richtige Pömpel hier, ne, oder? Nee, das ist ein falscher Zaun. Das ist dieser. Aber egal, lass uns den nehmen. Dann lösen wir den hier auf. Unlock. Unlock. Fanstore, okay. Machen wir auch. Unlock. Die anderen Pömpel. Wie sind denn das dann, bitteschön? Ja, hier oben, klar. Würde ich jetzt einfach mal hier hinbauen erstmal und fertig. Damit die da wegkommen, ne? Ja, jetzt packen sie auch an und bringen sie weg. Gut. Wir sind dann hier und machen den da weiter. Das passt. Das war jetzt falsch, das wollten wir nicht so. Kriegen wir das noch weg? Ja. Das Tor machen wir dann wirklich in die Mitte hin, ne? So passt es. So, dann können wir die Schweinefarm auch entfernen. So, Unlock, 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 alles Unlock, das auch weg, das passt. Das haben wir alles richtig gemacht, glaube ich. Ja, sieht einigermaßen aus, ne? Die Fehler sind da noch nicht umgesetzt. Kriegen wir das noch hin? Zack. Wäre schön, wenn das auch noch wegkommt. Ja, machen sie jetzt auch. Prima, dann gehen wir nochmal hier zu den Kerzen hin. Da muss jetzt eine hin. Und da muss jetzt eine hin. Und da gucken wir mal, ob er das nochmal macht. Ob das nochmal klappt, wenn ich das dann auswähle. Diese hier kann auch Unlock sein. Hier passt was nicht, oder? Oder macht die Farm das so dunkel? Wo die Kuh steht, ist eine Kerze, oder? Roten Candlestick, genau. Aber warum ist hier ein Schatten? Also diese vier müssen da sein, aber diese hier, das wundert mich, dass das da so ist. Okay, da sieht es ähnlich aus, oder was? Hm. Ach so, warte mal, wir wollen mal hier Klamotten gekriegt, ne? Release the ship and cage. In a cage. Mach das mal frei, das Schaf. Macht das auch einer? Ja, sehen wir dann. Hier fehlt auch noch eine Kerze, auch nicht gesetzt worden. Da fehlt auch eine, diese muss weg. Wir haben wieder Immigrants bekommen.
Alle erstmal was ausrüsten. Da passiert dann nichts. Also hier wird es vom Licht her passen. Die passt. Die passt, dann ist die auch unlock. So, die kommt dann dahin, aber da geht nicht, weil da schon was ist, ne? Die ist aber an der richtigen Stelle soweit. Da steht schon eine, aber die muss dann nicht dahin, ne? Die muss dann dahin. Die machen wir wieder weg. Tja. Und jetzt bauen wir alles um, ne? Unlock. Die kann dann auch woanders hin. Die funktioniert da dann auch nicht. Die muss da sein. Nehmen wir die. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da muss eine sein. Ist auch hingekommen. Passt das? Nein, das passt nicht. Die Originalreihe befindet sich hier. Das heißt, die wieder doch anloggen. Und da muss sie hin. So. Die ist dann richtig, ne? Ja, weil die da stehen müsste. Die ist auch richtig. Obwohl das hier jetzt nicht passt. Okay. Lassen wir das erstmal so weit laufen. Hier ist fertig, bis auf die Türen, die müssen wir noch einsetzen. Die haben wir aber auch gar nicht vorbereitet. Die waren hier, ne? Ja. Block Wooden Door fit for caves. Best for halfings. Also da und da. Und die müssten von hier weggeholt werden. Eine kommt auf jeden Fall und wird eingebaut. Wunderbar. Gut. So, hier sind wir soweit gut unterwegs. Da gibt es noch zwei Blumen. Die sind verschönert, aber das können wir auch so lassen. Hier müssen wir gucken, wie wir das richtig organisieren. Ich weiß nicht, warum die zwei Kerzen da nicht gebaut werden. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht die Shift-Taste gedrückt, deswegen ist diese auch noch da. So, Deko, Kerze, 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 Kerze. So, jetzt bitte die beiden Kerzen hinstellen. Ich glaube, eine kommt schon. Und die zweite wäre hier dann. Da kommt auch noch eine hin. Kerze. So, welche ist richtig? Die ist da, glaube ich, falsch dann, ne? Da muss eine hin. Glaube ich. Ja. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da eine hin. Sieht so aus. Passt.
Die ist verkehrt. Drei, eins, zwei, drei, da, nein. Habe ich nicht mehr ausgewählt. So, jetzt habe ich es wahr. Gut, die Kerze schafft es auch nicht, dass man die da hinbaut. Das ist auch wieder sehr ärgerlich. Und die sind am Arbeiten ohne Ende mit dem Holz. Aber hier oben ist kein Holz. Oder ist schon Holz, aber muss nicht gebaut werden eigentlich, ne? Gut, dann bauen wir ein bisschen Dach noch gerade. Hier sind dann Eingänge, die keiner weiß, wie die müssen. Und das geht. Ja, ich glaube, da können wir definitiv die ganze Reihe zubauen. Bis dahin erstmal. Dann ist da schon mal genug zu tun. Das geht auch. Über die Türen erstmal zumachen, ne? Die sind nämlich noch überall nicht gemacht. Da fehlt es auch noch. Also was, das kann man bis da hinten schön durchziehen, ne? Alle Türen sind nämlich da überbaut. So, und das geht definitiv auch schon. Ja, lassen wir es so machen. Und der Mittelgang hier, bis auch hier vorne, wäre auch komplett baubar. Ja. Machen wir so, passt schon. Wollen wir hoffen, dass hier das passende ist, sonst fällt er nämlich runter, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Gut. Wie schaut es eigentlich mit Essen so aus? Zwei Brote, kein Apfel, vier Bieren. Ja, ist ein bisschen knapp mit Essen, ne? Ja, was machen unsere Neuankömmlinge? Haben die auch schon einer weniger oder was? Ne, die haben alle Rüstung, bis auf diese beiden. Die haben keine Hosen. Dann müssen die noch kriegen. Gut. Zuordnen würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, würde ich sagen, gucken wir nächstes Mal auch im Keller nochmal vorbei. Und ja, würde ich sagen, bis dann und recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.